Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu meinem Beltane-Video. Und zwar die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai ist Beltane, unser großes Hexenfest. Wir feiern die Hochzeit unserer Göttin mit dem großen Gott. Ja, draußen blüht alles und wir sind am Feiern der Liebe, der Sexualität. Ja, und ich möchte euch ganz gerne sagen, was ihr vielleicht an Beltane machen könnt. Ich persönlich mache natürlich wunderschöne Liebesrituale, bietet sich ja richtig an, gerade zur Hochzeit der Göttinnen und der Göttin und des Gottes. Und da macht natürlich Liebesrituale besonders viel Spaß und viel Sinn natürlich. Ja, ich gebe euch mal einen kleinen Tipp dazu, und zwar kauft euch einen wunderschönen kleinen Rosenbusch, schreibt einen Liebesbrief an den Liebsten, den ihr gerne haben möchtet, zurückhaben möchtet oder vielleicht an den Seelenpartner, den ihr heiß ersehnt. Dann sucht ihr einen schönen Platz, zu dem ihr immer wieder zurückgehen könnt. Entweder im Garten oder vielleicht, wenn ihr gar keinen Garten habt, vielleicht in freier Natur, und wenn das aber auch nicht geht, dann einfach einen Blumentopf. Da vergrabt ihr dann diesen Brief und pflanzt darauf den Rosenbusch, sodass er Blüte tragen kann, sodass er euch begleiten kann, bis euer Liebster da ist. Pflegt den Rosenbusch und seid euch sicher, dass dann die Liebe erfüllt wird. Zusätzlich könnt ihr zwei rote Kerzen anzünden, und die werdet ihr nicht abbrennen lassen, wie sonst, sondern die zündet ihr an, lasst sie an 7 Tagen abbrennen, immer wieder abbrennen, nicht auspusten, wirklich mit befeuchteten Fingern einfach den Docht ausdrücken. Und mit jedem Mal neu anzünden, stellt ihr diese zwei roten Kerzen immer näher aneinander ran. Am Schluss, am 7. Tag, sind die Kerzen ganz zusammen. Dann könnt ihr einen Bindfaden nehmen, einen roten, bindet die letzten Stücke der Kerze zusammen und lasst sie gemeinsam so komplett abbrennen. In die Kerzen ritzt ihr natürlich den Namen des Liebsten ein, in die eine Kerze. Oder wenn noch kein Liebster da ist, dann eben Seelenpartner. In die andere Kerze kommt euer Name und euer Geburtsdatum rein. Ja, ich finde das Ritual sehr, sehr schön. Ihr könnt den Altar wieder schmücken, nach euren eigenen Fantasien, mit viel Blüten. Es müssen nicht nur Rosen sein. Geht in die Natur, holt euch von der Wiese, was ihr findet: Gänseblümchen, Löwenzahn, Schlüsselblumen, was auch immer ihr findet. Es wird die Natur gefeiert. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß zu Beltane, unserem wunderschönen Hexenfest. Gedenkt natürlich auch der Göttin und des Gottes. Und vergesst nicht, dass ihr vielleicht eine kleine Schale Obst mit an den Tisch stellt zur Opferung der Götter. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe und ein wunderschönes Fest und verbleibt bis dahin. Eure Theresia. Tschüss.